Ja, herzlich willkommen hier wieder zu den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften 2017 in der SSE in Berlin. Ich habe hier heute Rosalie Kleibold vom SC Wiesbaden da, Jahrgang 2003, 14 Jahre alt. Bei mir, die ist gestern Deutsche Jahrgangsmeisterin geworden, über 200 Meter Schmetterling. Mit einer sehr schönen Zeit, schöne Bestzeit für sie auch, Vorlauf, Endlauf, alles top gewesen. Wie lief denn so deine Vorbereitung? In Ostern waren wir auf Lanzarote im Trainingslager und dadurch, dass ich jetzt fast gar nicht krank war, konnte ich mich perfekt vorbereiten und genau. So, wir haben jetzt gesehen, du bist hier 50 Meter Strecken geschwommen, jetzt bist du heute 400 Lagen geschwommen, du schwimmst noch 400 Kraul, 50 frei, alles Mögliche dabei. Was sind denn so deine Lieblingsstrecken oder wo denkst du, hast du deine Stärken? Ich glaube, meine Stärken liegen bei den 100 und 200 Meter Strecken. Die langen Strecken schwimme ich auch manchmal, aber nicht so gerne wie die Mittelstrecken. Bist du denn zufrieden so mit deiner Leistung? Also ich habe jetzt gerade eben schon gesagt, die 200 Schmetterling waren sehr gut, ne? Da warst du sicherlich mit zufrieden. So. Ja, sehr. Das waren ja wie viele Sekunden Bestzeit? Ich glaube, 2 Sekunden Bestzeit oder sogar drei Sekunden Bestzeit und 5 Sekunden Abstand erst im Jahrgang oder so. Genau. Kann man, ja. Ja, dadurch, dass ich mich dann nochmal im Finale steigern konnte, war ich auch recht zufrieden damit. Ja, klingt auf jeden Fall sehr gut. Jetzt wollte ich nochmal fragen, du bist ja der jüngste Jahrgang. 2000 bis 2003 bei den Mädchen kann sich qualifizieren für die JTM. Ist es jetzt schon ein Thema für dich oder eher was für die nächsten Jahre? Also dieses Jahr ist eher so mein Ziel eher. Da bin ich ja auch der jüngere Jahrgang, aber das ist schon mein Ziel. Und am Freitag sind ja die 100 Schmett und da hoffe ich nochmal, dass ich gut schwimme und mal schauen, wie das wird. Ja, das hoffen wir auch. Also viel Erfolg dann noch und danke fürs Interview. Gerne.